durch Federica Brignone, der Gesamtweltcup-Siegerin der vorletzten Saison, hat hier 2015 ihren ersten Weltcup-Sieg feiern können. Sie ist topfit, allerdings nicht mehr im italienischen Team unterwegs, ein bisschen auf eigene Faust, ohne Techniktrainer. Mal schauen, wie sich das präsentiert heute. Sie will jetzt natürlich beweisen, dass der Alleingang eine gute strategische Entscheidung ist, weil man fragt sich dann schon, oder? Wenn man die Möglichkeit hat, mit Bassino und Goccia zu trainieren, wenn man es dann nicht macht und so, dann muss sie sich jetzt auch beweisen. Die Ski gehen schon mal viel unruhiger, wie bei der Michaela Schifrin vor ihr. Ja, jetzt auch der Bremse drin. Ja. Das sieht deutlich schlechter aus als bei Schifrin. Es ist eisig, aber es ist griffig. Also man hat dann schon den Grip, wenn man konsequent draufsteht. Wir immer wieder Schnitzer drin gesehen. Hat es vielleicht fast ein bisschen übertun mit der scharfen Kante, weil es hat doch immer gerupft. Jetzt der unterste Teil, dieser flache Teil, wo man sehr viel Zeit verlieren kann. Wie sieht es bei ihr aus? Eine Sekunde Rückstand bei der letzten Zwischenzeit.